Was machst du? Nix. Dann nix sehe ich gleich, ne? Wenn du ganz schnell Steine aufhebst, ne? Dann hört sich das an, als würdest du jemanden ganz schnell fünfmal hintereinander bitch-slappen, Alter. Voll geil. Jetzt ist es geil. How I Met Your Mother? How I Met Your Mother? Nein. Kennst du die Serie, ne? Doch, ich kenne das, aber ich finde die nur mittelmäßig, deswegen kenne ich so kaum was aus der Serie. Wow. Ja, das ist Geschmackssache. Naja, also es gibt Leute mit Geschmack und Leute ohne, ne? Wow, danke. I love you too, bro. Gerne und so. Wir brauchen wieder 150 Steine. Wofür? Was hast du getan? Nix. Brauchst du wieder Straßen? Ja. Alle Wege führen nach Mikkes. Touché. Soll irgendwie gucken, dass wir hier vorankommen, Alter. Ich meine, die sind sowieso dann beim nächsten Spieltag wieder überwuchert mit allem möglichen Scheiß, aber... In der nächsten Aufnahme. Ja. Ich wäre dir übrigens sehr dankbar und zutiefst verbunden, wenn wir kurz pennen könnten, weil dunkel ist scheiße und so. Ich bin hier schon mal und da steht jetzt Z1 und 2. Ja, ich komme angelaufen, ist in Ordnung. Oh, erstmal in meinem geilen neuen Stuhl hier zurücklehnen, Alter. Immer wenn ich mich zurücklehne, will ich so bleiben und nicht wieder zocken, ne? Das ist so gemütlich. Na, das, wenn mein Rechner komplett ist, dann ist das auch die nächste Investition, die ich machen werde. Ich kann dir nur sagen, Alter, das hat sich sowas von gelohnt. Ich hatte so eine skeptische Haltung dazu, überhaupt zu dem Thema, ne? So teure Stühle, aber ganz ehrlich, das hat sich gelohnt. Wenn ich das dann habe, dann kommt dann Ende nächsten Jahres der neue Bildschirm. Oder die neuen Bildschirme. Ja. Da aber dann auch was Hochherziges, oder? Ja, klar. Dankeschön. Na, muss ich für meinen Seelenfrieden haben. Irgendwas Hochherziges, Minimum 27 Zoll, wenn nicht sogar größer und dann gewinn. Weil, was Bildschirm angeht, bin ich so einer, der sagt, ja, da kommt es auf die Größe an. Ja, aber da musst du eine gute Mischung haben eigentlich. Nicht, dass du dann einen größeren Bildschirm hast, der mit der Herzrate nicht mehr klarkommt. Ach, das, ja doch, die gibt es ja, aber die sind dann halt etwas teurer und dann ist das halt so. Keine Ahnung. So, 32 Zoll als Hauptmonitor und 27 Zoll als zweiter Monitor. Und dann kann auch von mir aus der dritte in voller Design, ist mir scheißegal. Aber ob es auch 27 Zoll. Ist ja jetzt einer. Hä? Nee, erzähl ruhig fertig. Ja, nur mein Hauptbildschirm muss. Oder braucht ihr diese hohen Herzraten? Ja, aber das ist es ja, wenn du einen 32 Zoll mit so einer hohen Herzrate holst und dann noch einer vernünftigen Auflösung, also WQHD oder mehr, wird das schon schwierig zurzeit. Also selbst für 2000 Euro kriegst du da nichts, was gescheit funktioniert. Gott sei Dank habe ich ja vor, mir erst nächstes Jahr was zu holen, dementsprechend. Mal gucken, was das dann gibt. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, also ich mache mir da jetzt noch gar keinen Stress. Mein Ziel ist es halt tatsächlich hinzugehen und zu sagen, okay, man, also ich gehe von den beiden Monitoren links und rechts weg. Ich will nur noch einen zweiten Monitor haben, der aber genauso groß ist, also 27 Zoll wie der Hauptmonitor. Der braucht nicht die Herzrate haben, aber die gleiche Auflösung wäre schön. Ja. Und dann gegebenenfalls halt irgendwas dahin stellen, wo jetzt der zweite Monitor links steht. Und da wäre dann halt irgendwann mal eine Nintendo Switch oder vielleicht der Nachfolger, je nachdem, wenn es dann schon soweit ist, mit einem eigenen Monitor oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Also so ähnlich, wie ich das jetzt habe. Quasi, ja. Ich habe ja die Konsolen jetzt auch über meinen 4K-Monitor laufen. Oder vielleicht auch nur ein RetroPie oder mehrere Konsolen mit einem HDMI-Switch. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, weißt du? Da kann ich dir weiterhelfen, weil ich habe ja dazu wirklich alles hier. Ja. Und noch alles top eigentlich. Jetzt habe ich den leeren Wagen hier stehen lassen. So, ich habe die Straße jetzt soweit wieder... Ne, die hat sich beruhigt jetzt, die Situation da. Habe ich denn eigentlich schon... Ach, lass doch den
Kackwagen los, Mensch. So. Viele Steine habe ich. Fünf. Stöcke meine ich. Mal gucken, ich habe ja. Eventuell will ich mir noch mal ein anderes Mischpult holen. Ja. Weil, mit den Beringern, die ich hier habe, bin ich von den Einstellungen her. Aber seitdem ich auch tatsächlich diese Mischpulte habe, bin ich mit den, was man da einstellen kann, nicht zufrieden, weil ich genau weiß, dass es Mischpulte in plus minus demselben Preis-Leistungs-Verhältnis gibt, die einfach mehr können. Okay. Ich für meinen Teil, das ist aber jetzt nur eine Meinung, halte diese Mischpulte halt für obsolet. Ich finde keinen Grund, warum ich mir sowas kaufen soll. Ein Mischpult an sich spart einfach, je nachdem, die Nachbearbeitung. Okay. Das ist bei mir nämlich jetzt so, weil ich musste ja, bevor ich das Mischpult hatte, hatte ich ja das Rode Podcaster per USB ja. angeschlossen. Und da musste ich, im Nachhinein musste ich meine Stimme musste ich lauter, leiser machen. Ich musste Rauschunterdrückung machen, also Rauschentfernung machen. Also muss ich nochmal sehr viel mit Audition arbeiten und das war halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der halt ätzend ist, ne? Wie ist das denn, wenn du jetzt Videos guckst von uns beiden, ne? Also von meiner Perspektive aus aufgenommen. Ja. Findest du dann, dass ich das machen sollte, so eine Nachbearbeitung, oder findest du, dass mein Sound in Ordnung ist? Meinst du jetzt deine Stimme oder allgemein dein Sound? Ja, die Stimme vor allen Dingen. Also mir geht es jetzt ums Mikrofon. Also von dir aus gesehen würde ich sagen, da brauchst du jetzt nichts zu machen. Also keine Rauschunterdrückung, kein nichts. Das Einzige, was du machen könntest, solltest, ist... Alter, hier steht ein komischer Umpolumpa vor unserer Tür. Das Einzige, was du machen solltest, wäre vielleicht mal... Und das brauchst du ja nicht bei einer Audition zu machen, sondern das kannst du ja auch in Premiere machen. Ist die Audiospuren angleichen, dass die... Ja. Laut leiser gleich sind, weißt du, wie ich meine? Weil ich mache das nämlich immer so, weil ist nämlich kacke, weil ich habe das nämlich manchmal bei Dying Light bei dir gehört. Du bist vernünftig zu hören, der Spielsound ist im Gegensatz zu deiner Stimme sehr laut und ich bin halt sehr leise. Okay. Und das kann man halt in Premiere halt bearbeiten. Okay, aber das hätte jetzt nichts mit dem Mischpult zu tun. Das hätte jetzt nichts mit dem Mischpult zu tun, ne. So, das heißt, meine Soundqualität ist ohne Mischpult gut. Ja. Okay, siehst du, da sind wir wieder beim Punkt. Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus. Ich sehe keinen Grund für ein Mischpult. Ich habe ein USB-Mikrofon und ja, offensichtlich, jetzt habe ich dich ja gerade gefragt, ist die Soundqualität ja soweit gut. Also auch ein Verkäufer im Laden hätte jetzt die Schwierigkeiten, mir so ein Mischpult zu verkaufen, weißt du? Ich musste noch nie was nachbearbeiten, was das angeht und, ne? Ja, da hast du Glück, aber naja, ne, was soll ich sagen? Ich habe jetzt hier das NT1A und das NT1 habe ich hier rumstehen und, ne, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, für 180 Euro mir nochmal so ein USB-Mikrofon kaufe von Rode, dann habe ich hier zwei Großmembran-Studio-Mikrofone rumliegen und, ne, die Mikrofone an sich sind ja geil, ne, die müssen nur an einem vernünftigen Mischpult angeschlossen werden oder an einem Interface. Ja. Vielleicht muss ich ja nochmal reinfuchsen, wie das mit dem NT oder eigenen Interface aussieht. Was ich mir nochmal holen möchte, ist dieses MIDI-Interface. Das finde ich so geil. Aber dafür speziell eine Software installieren, fand ich halt erstmal abschreckend. Aber ich habe mich mittlerweile mit dem Gedanken abgefunden. Hier sind wieder Umpolumpas. Ja, ich bin bei dir. Ich habe nur gerade den Hasen schnell terminiert, der an uns vorbei geflüchtet ist. Haha, einer ist direkt tot. Und Mischpult ist halt geil, jetzt nicht Behringer, sondern andere Marken von wegen, wie soll ich das jetzt nennen, den Sound hin und her schieben. Weil bei Behringer, da hast du tatsächlich das, was ich ja mir mal gedacht habe, dass man das machen könnte. Weil den Sound so zu legen über das Mischpult, dass das dann in beide PCs geht, ne? Ja. Das funktioniert auch, nur bei Behringer hast du Qualitätsverlust, auch krass massiv. Habe ich nämlich mal gegoogelt. Und dann gibt es halt Mischpulte
Und zum Beispiel Behringer Mischpulte haben auch so ein grundeigenes Rauschen drin. Das okay. ist halt kacke. Das hab ich, Gott sei Dank, mit dem Mikrofon hier gut im Griff. Das ist nicht drin, aber trotzdem, ne? Ja. Ja, ich für meinen Teil, ich will mir halt ein MIDI-Interface holen zum Steuern meiner Audio-Geschichten. Ich will mir das Stream Deck noch holen, da kann man dann vielleicht auch eine Stummschalttaste drauf machen aus Jux, weißt du, einfach, dass man es dann notfalls doppelt hat und links und rechts greifen kann und hat dasselbe vom Effekt her. Was ich dann gerne noch hätte, ist später mal irgendwann ein, ja, nur sag schon, wie heißt es, eine externe USB-Soundkarte von Creative, die ich dir letztens gezeigt hatte, die neue groß ja. von denen für 350 € plus halt ein entsprechendes Mikrofon mit XLR. Da werde ich dann natürlich mal ein bisschen rumprobieren und rumdoktoren müssen, wie sich dann der Sound unterscheidet und ob ich viel verstellen muss. Da kannst du gerne auf mich zukommen, weil ich habe ja hier, wie gesagt, ein NT1A rumfliegen, das ich ja momentan nicht benutze. Ja. Kannst du dann gerne mal ausprobieren. Das fände ich super, ja. Wenn du ein Mikrofon mit XLR, weil da brauchst du jetzt keine 200 € für ein XLR-Mikrofon auszugeben, weißt du nicht mehr. Ja, mal gucken, wenn ich mir die Soundkarte leiste, dann leiste ich mir das Mikrofon einfach direkt mit, glaube ich. Ja. Da brauchst du ja nicht, wenn du das Mikrofon direkt von mir aufhaben kannst. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich das auf den Plan schreibe, um das tatsächlich durchzuführen. Das nächste jetzt nach dem PC-Umbau, der jetzt im Dezember ansteht, wäre für mich wahrscheinlich sogar tatsächlich erstmal der Monitor und die Monitorhalterung und sowas. Ja. Da bin ich nämlich auch, also das fühlt sich fast schon so an wie so ein verhalten neuer Schreibtisch hier, ne? Durch den Monitor, geil, den ich ne? jetzt aufgehangen habe, das ist schon ziemlich cool, ja. Ja, deswegen hänge ich hier meine Monitore nur noch auf. Screech, screechy, screech. Hier schreit wieder einer rum, Alter. Heftig am Abkacken, ey. Nee, deswegen macht man das so. Ich bin mal gespannt, wohin sich das noch entwickelt, Alter. Ich will mir auch hier noch Nanoleaf hinhängen. Schön für meinen... Achso, das kennst du nicht, ne? Das ist, quasi, ich habe ja jetzt hier so eine RGB-Kette geholt für den Schreibtisch, so eine selbstklebende, ne? Ja. Sowas, aber in Bauteilform quasi. Also du hast dann so fertige, in Milchglas-Optik so Dreiecke, die kannst du platt an die Wand montieren und da sind RGB-LEDs drin, die dann aber auch über einen Controller gesteuert werden können, den du mit dem Computer verbinden kannst oder mit dem Smartphone oder du kannst sie per Touch steuern, diese Kacheln. Okay. Die gibt's dann auch nochmal in wasserdicht für ins Badezimmer, finde ich übrigens ziemlich geil. Kannst du dann per Musik steuern sogar. Voll geil. Also da gibt's ein paar schöne Sachen. Und das kommt dann hier auch noch hin. Dann habe ich halt vor Tablet-Halterung, Smartphone-Halterung, dass ich echt so Arme von jeder Seite habe, um den ganzen Scheiß festzuhalten, dass das nicht einfach immer stumpf auf dem Schreibtisch liegt. Eine richtig schöne Workstation einrichten, weißt du? Ja. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, Ralf hat irgendwas falsch eingestöpselt. Wenn ich die PlayStation anmache, kriege ich kein Bild. Weder über Elgato noch über meinen Samsung-Monitor oder über meinen 4K-Monitor. Vielleicht hat er ja das HDMI-Kabel von der einen PlayStation in dem HDMI-Schacht von der anderen PlayStation reingestöpselt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? Ja, ist ja nicht böse gemeint, aber, ne? Weißt du, wie ich meine? Alles gut. Ja, der hat ja keine Ahnung davon. Und das ist auch nicht böse gemeint. Ah, du willst das Beet bauen? Die Treppe ist fertig! Die Treppe ist fertig! Ich hab die Treppe fertig gebaut. Ich küsse deine Augen, Alter. Ich schubse dich hier erstmal runter, ey. Naja, ich muss jetzt mal gucken hier, Alter, wie wir jetzt hier weitermachen. Ich kann doch jetzt bestimmt... Wo ist denn das? Eigene Treppe, hier. Na, komm ich da hin?
Wow.